Jo, Freunde, das ist meine richtig fette Drecksvilla. Und Alter, ich habe so viel scheiß viel Geld in diese Villa expandiert. Du kriegst sie nicht hoch, du musst da unten eine Schiene hinsetzen. Oh doch, siehst du? Oh Scheiße! Vorsicht! Bring ihn zurück! Markus! 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 Jo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Und mit dabei ist ein ganz liebevoller, super netter Mensch. Ihr habt sicherlich schon von ihm gehört. Es ist der liebe Dena. Hallo Dena. Hallo? Hi. Ich dachte gerade schon, dass du einfach wieder weggelaufen bist. Das ist ein bisschen traurig. Weil ich Angst habe vor Craft Attack. Vor Craft Attack hast du Angst? Warum? Weiß nicht. Aber es ist doch schön hier in Marktown. Stimmt schon, aber hier hat jemand gebaut auf meinem Grundstück. Lecker trinken, Junge. So ein Unterstand, voll nett. Weil auch Dena heiß ist. Oh ja, ich glaube, das stand euch schon mal. Hoffe, du akzeptierst uns in der Stadt. Das hat der Nachbar geschrieben von da drüben, der Castcrafter und der Debitor. Oh ja, sieht aber echt schön aus. Ich glaube, ich mache wieder ein paar Craft-Attack-Folgen. Ja, chillig. Willst du mal rüberkommen, Dena? Guck mal gegenüber von dir, dieses geile Haus, siehst du das? Guck mal von drüben. Boah! Ja, Mann, ich habe eine dicke Villa dahin gezaubert, mein Freund. Fett, Alter, das muss ich mir anschauen. Also ich kann dir mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich wieder Craft Attack machen soll. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Aber ich habe die ganze Zeit alt deswegen nichts gemacht und dann haben einfach alle geschrieben, mach Craft Attack! Hey, wo bleibt der Craft Attack jetzt? Auch Rewe hat es immer geschrieben, wo bleibt Craft Attack? Und ja, richtig, ich habe richtig oft habe ich auf deinem Kanal geguckt und habe immer geweint, wenn das nicht kam. Und Craft Attack ist mein Lieblingsprojekt bei dir. Und deswegen versuch's jetzt mal wieder. Also wenn ihr das auch wollt, dann drückt einfach den Daumen nach oben oder schreibt's in die Kommentare. Mhm. So, jetzt bin ich... Hey. Ja, hallo. Ja, wie du siehst, das Haus ist noch nicht eingerichtet. Boah, aber wir können was ja mal... ist denn das für ein Glas hier, ey? Es ist weißes Glas, das ist richtig geil, weiß gefärbt. Krasser Shit, Alter. Wir können Ja? Möchtest du eine kurze Roomtour haben? Ja, gerne. Ey. Ja, pass auf, dann komm mal her. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal hier vorne rein. Okay. So. Das hier ist quasi der Eingang. Also du siehst halt hier schon monumental, wenn ich es, also auch nicht größenwahnsinnig groß, sondern halt wirklich anständig, sag ich mal. Ich hatte überlegt, das noch nach links zu expandieren, aber es reicht erstmal so. Wohnst du das alleine oder zusammen mit Rotpilz? Mit Rotpilz zusammen. Allerdings habe ich das Haus fast alleine gebaut. Er hat halt mehr so gefarmt und so. Okay. Und ja, dann kommt man hier rein, hat hier diesen wunderschönen Kochbereich, der natürlich hier noch ausgestattet wird. Kannst du ein bisschen so, können wir nochmal rausgehen, du wirst so ein bisschen mehr so MTV Cribs mäßig machen. Okay, pass auf, soll ich jetzt zeigen? Mhm. Okay, pass auf, gut. Jo, Freunde, das ist meine richtig fette Drecksvilla und Alter, ich habe so viel scheiß viel Geld in diese Villa expandiert. Schlagen! Ja, das machen die bei MTV Cribs doch. Ah, okay, ja, dann weitermachen. Das hast du vergessen. Okay, pass auf, wir kommen jetzt rein, oh mein Gott, siehst du dieses... Ja, aber du hast gesagt, man schlägt sich. Du brennst nicht mal mehr. Du brennst nicht mal mehr. Jetzt brennst du. Einfach immer angezündet. Bitte nicht. Ich bitte nicht. Zwei Herzen. Oh, der Pool ist cool, aber ich will mich nicht spoilern. Das nicht spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern. Mach die Augen zu und lauf zurück. Okay, ich lauf zurück mit Augen zu. Okay, schaffst du das? Weiß ich nicht. Musst du sagen. Lauf ich gerade gut? Du rennst gerade. Okay, das war das bodenlose Loch. Du bist tot. Nein. Okay, du bist zurück, okay. Also, komm her. Guck mal, ich hab's geschafft, zurückzugehen, ohne zu gucken. Ich hatte wirklich Augen zu. Todeskrass. Das habe ich in der Challenge mit Kev gelernt. Feier das. Okay, pass auf. Also, wir haben hier natürlich erstmal feinstes Mahagoniholz, wie du siehst hier im Bereich, ja. Wirklich vom Feinsten. Dann haben wir hier vorne wirklich direkt richtig geiles Marmor. Also, das ist eigentlich... Ist das echtes Marmor? Nein. ...einen Teamspeak verlassen, weil ich da angespammt werde. Das hier ist White Stand Clay, Freunde. Aus den Bergen, Das ist die Idee, die ich hatte. Ja, das stimmt, aber... Geklaut! Hör bitte auf, Mann! Ich hab nicht so viel Leben! Komm, hier hast du Kartoffeln, lass mich in Ruhe! Oh, Kartoffeln, geil! Hast du auch Diamanten? Nein, hast du Diamanten? Nein, hab ich nicht! Ich hab wirklich mehr viele, komm schon bitte, lass mich nicht leben! Nicht mehr viele! Nein, nicht! Geh weg! Ich hab noch drei Stück oder sowas, lass mich! Ja, drei Stück ist in Ordnung. Nein, ich hab... Hier hast du... Nein, das brauch ich selber. Hier, das kannst du. Das brauche ich nicht. Okay. Okay, also, dann haben wir hier vorne eine wunderschöne Wohnküche, ja? Ja. Sehr schön eingerichtet, muss ich sagen, von mir. Schönen weißen Marmor verlegt. Ich muss sagen, die in meinem alten Haus von Andi war cooler, aber die ist ja auch in Ordnung.
Ja, ist halt rustikaler, ne? Es ist halt eine schöne Wohnküche, wie gesagt. Ja. Ich nehme natürlich Herdplatten, dann kommt hier noch Schränke hin, Unterschränke und es wird natürlich noch ein bisschen begrünt. Wir haben hier eine wunderschöne Fensterfront zum Rausgucken beim Kochen und also sehr schön hier diese kleine Kochinsel. Eventuell werde ich hier noch einen kleinen Ofen in die Mitte machen. Schauen wir mal. Dann geht's hier vorne links zum wunderschönen Pool, ja? Hier vorne mit dieser Whirlpool Chillout Area hier oben, also ziemlich geil. Oh, cool. Und wenn man dann hier einschläft, rutscht man dann da runter. Genau, wenn man einschläft, rutscht man. Trinker. Quasi das Highlight. Es geht runter in den Naturpool, ja? Wie du siehst. Was? Hier geht's auch noch weiter? Der Wasserfall. Holy shit! Eine Natur-Whirlpool, wo das man. Das ist richtig nice, muss ich sagen. Die Aussicht ins Tal genießen kann und rüber zu den Nachbarn schauen kann. Ja, wir hatten da so eine hässliche Wand gebaut. Das weiß ich nicht. Das sieht ein bisschen aus wie ein Bunker. Was, keine Ahnung. Ein bisschen sieht es so aus. Ein ganz bisschen. Es geht schon. Und hier fehlt noch eine Treppe nach oben. Die hat unser Landschaftsgärtner Herr Rotpilz noch nicht angelegt. Ja. Kommt auf jeden Fall noch. Immer alles auf die anderen schieben, Mann, lieber. Wasserfall hochschwimmen, aber das ist auch für die sportliche Betätigung natürlich optimal. Ah, okay, alles gewollt. Ja. Ich habe mir schon gedacht, hier passiert doch nichts ohne Grund. Ne? Richtig, genau. Dann haben wir hier vorne, wie du siehst, wunderschöne holländische Rosen einfliegen. Ich sehe gar nichts, ich sehe nur Wasser. Schon. Und hässliche Gesichter. Hallo, das bin ich. Na? Die wunderschöne holländische Rosen aus Amsterdam. Ja, ja, okay. Hochwertig. Dann gehen wir hier vorne rein, haben dieses wunderschöne Fichtenholzparkett, ja, wenn man das hier sieht, auch sehr, sehr schön. Dann diese Terrasse Beton aus einem Guss, Sichtbeton. Aus einem Guss, da sind Löcher dazwischen. Ah gut, das Fusch am Bau. Hörst du bitte auf? Hallo? Entschuldigung. Das ist kein Fusch am... Oh Mensch, dankeschön. Okay. Komm mal lieber mit. Okay. Dann ist hier später unser Wohnzimmer geplant. Hier vorne hatte ich überlegt, hier so eine dicke Heimkinoanlage hinzumachen. Unten im Keller vielleicht auch noch aber eine. Aber wo denn die Heimkinoanlage, wenn du hier auch rausgehen musst? Das ist halt die Frage. Also hier werde ich wahrscheinlich den Essbereich machen und Heimkino dann mit Badezimmer im Keller unten. Wahrscheinlich ist das besser unten, weil du brauchst ja musst auch abdunkeln können alles und so. Und wie willst du den Hero los anbringen? Aber zum Beispiel hier wunderschön auch zum Rausgucken, zum Entspannen. Also der untere Bereich noch relativ unfertig. Ja, schon nicht schlecht. Gehen wir jetzt hier nach oben, haben wir wieder eine wunderschöne riesige Dachterrasse, ja, weil einfach Freilauf natürlich exklusiv ist und auch eine sehr schöne Sache. Übrigens, die Brücke ist auch fertig, wie du gesehen hast. Ich weiß gar nicht, doch, habe ich gesehen. Dann haben wir hier das Zimmer vom lieben Rotpilz. Das reicht von der Größe, mehr braucht man halt nicht. Vielleicht bringe ich mir hier noch eine zweite Etage für uns beide ein. Hier noch ein kleiner Balkon außen. Mhm. Hier vorne dann mein Zimmer und dann kommt dann später noch ein riesiger... Das ist so der Raucherbalkon, ne? Genau, falls wir meine piefen wollen, also können wir es hier draußen hinstellen. Ah, okay. Den Pack aus, so. Ja, ich check das. Hier hinstellen, dann... Ne, es ist immer schön, ja. Und hier dann mein Zimmer. Mhm. Sehr hohe Decken, also wirklich Freiheitsgefühl. Da kann man von hier quasi in den Pool springen. Du hast irgendwie ein viel schöneres Zimmer als Vorbild, kann ich sagen. Ich habe meins ein bisschen modifiziert. Er hat halt auch nichts gemacht bei sich. Okay. Aber hat keine hohe Decke. Doch, hat er. Er muss halt nur noch ein bisschen daran arbeiten. Ja, und hier unten dann, wie gesagt, der Bereich. Also es ist alles noch nicht fertig. Wir haben gar keine Betten können. Scheiße, ich bin aus dem Schmier. Ich schlafe noch draußen unter dem freien Sternenhimmel, weil es einfach romantischer ist, weißt du? Zeig mal, wo? Hier vorne, schau mal. Und da ist auch wieder, übrigens, kennst du schon Markus, den Kollegen von Marc? Nee, ne? Mhm, noch nicht. Vielleicht noch zeigen. Ja, das hier ist wieder Marc, klar, der hängt hier unter seinem Schirm, ne? Dem geht's noch immer gut. Der genießt quasi das Leben hier. Und wir können ja mal runtergehen zu Markus, komm mal mit. Ja. Hier vorne, was machst du? Was ist dein Problem? Warum hast du gerade wieder so gegrinst? Ich? Was hast du geschlagen? Ich habe gar nichts gemacht. Hast du Marc geschlagen? Nein, habe ich nicht, niemals. Wie kommst du darauf? Dass du das nicht gemacht hast? Ja, ich habe auch kein Schwert in der Hand oder so. Du hast gerade noch ein Schwert in der Hand, jetzt hast du ein Steak in der Hand. Ja, das kommt nicht von Marc. Siehst du, der ist aus Stein oder Eisen oder so, aber nicht aus Fleisch. Aus Eisen? Wie aus Stein oder Eisen? Hör mal, du wirst doch wohl wissen, aus welchem Stoff unser Bürgermeister gebaut ist. Eisen. Ja, richtig. Ja, okay. Gut, ich vertraue dir mal. Ich werde auf jeden Fall mal in deine Aufnahme reingucken, was du da wieder angerichtet hast. Ja, nichts. Wenn so, man darf schneiden bei Crow. Oh, wir fahren los. Runter mit dir. Auf Wiedersehen. Wow. Nee, darf man nicht. Jetzt neue Regel hier. Jetzt nicht. Du machst immer die ganzen guten Regeln kaputt. Scheiße, wohin geht's denn hier? Wie bitte? Nach unten, unseren Bumsi-Bumsi-Keller. Oh, siehst du, wir haben hier den Keller schon halbwegs ausgebaut, unsere Mine. Die ist noch nicht ganz fertig, da müssen wir auch noch ein bisschen dran arbeiten. Alter, das dauert hier voll lange. Ja, wir sind ja auch ziemlich hoch, ne? Aber Stück für Stück es wird. Also es wird echt schön hier und dann können wir jetzt quasi... Das hier ist Markus, ja? Markus hat eine Diamantrüstung an, wie du siehst. Und Markus ist ein ziemlich krasser Banger. Wow. Der sitzt hier, das ist der Sekretär, den müssen wir später nur noch nach oben bringen. Das ist voll ein merkwürdiger Typ, können das sein? Das ist kein merkwürdiger Typ, der ist richtig cool. Lass dir mal bitte.
Was möchtest du tun? Ich würde das, also... Wie kommst du jetzt da raus? Fuck! Dena, wenn du jetzt aus deinem... Wenn der jetzt wegen dir, ja? Ja? Aus deinem Ding da ausbüchst. Scheiße, Mann. Du holst... Warum denkst du denn nicht... Warum? Ich verstehe manchmal nicht, warum du nicht einfach mitdenkst. Mann, bitte lass mich raus! Lass okay. mich! Nein! Hör auf! Oh Gott, hör auf! Uns bedeuten diese scheiß Tiere richtig viel. Okay, pass auf. Versuch's. Okay. Wieso jetzt sollt ihr denn ausbrechen? Das geht nur, wenn man da Schienen hinsetzt. Hörst du auf. Ich hab richtig... Oh, ich mach mir schon wieder richtig den Kopf. Du bist gerade wieder da und alles, was wir uns geschaffen haben, ist wieder in Gefahr. Und hier ist eine Mobfarm, wie du siehst, die kann man hier mit, hiermit kann man die crushen. Pass auf, zack. Und dann kann man okay. da schön XP farmen. Aber das dauert ewig, bis die kommen, oder? Ja, minimal. Also es ist okay, man kann es halt mal machen, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit, dann stellt man sich da hin. Okay. Ja, und das ist quasi ja der untere Bereich, wir sind hier. Was hast du? Du willst den entführen? Nein! Dena, nein! Komm schon, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte, nein! Nein! Aua, Mann, aua! Nicht, nein! Nein. Der muss hier unten aufpassen. Der brauchen wir. Warum meinst du nicht? Hör bitte auf. Ah, warte. Hör auf! Mann, nein, bitte, Dena, nicht! Mach doch nicht wieder so einen Stuss. Komm, oh, fahr los. Nein, lass ihn. Bitte, Dena, lass ihn bitte leben, bitte. Ja, aber in Freiheit soll er leben. Er lebt doch in Freiheit, da hinten in seinem. Jetzt, nein, er soll in Freiheit leben. Tu ihn zurück in seine Box. Er soll in Freiheit leben. Nein, warum tust du das? Der Freiheit für Markus. Der hat sogar meine Rüstung an. Guck mal, ich habe ihm eine Rüstung zugeworfen. Hör auf, den das zu schlagen! Das war mit Absicht! Ei, hör auf! Nein, bitte nicht mich! Du rennst jetzt, Vorsicht. Wieso tue ich mir das eigentlich jedes Mal wieder an? Warum? Warum? Der Junge ist geisteskrank. Nein, du bist geisteskrank. Du kannst doch nicht so eine Person wie Markus... Was ist das, der Cousin von Marco oder wie ist ja, das? Der ist der Sekretär. Ja, dann kannst du ihn doch nicht einsperren vom Bürger... Weißt du, ob der Bürgermeister... Weißt du, du hast die Decken hier wahrscheinlich extra so gebaut, dass der Mark hier nicht runter kann und sehen kann, was hier für ein Unrecht ihm geschieht. Nein, die kommunizieren ja, die haben doch Briefpost. Ich meine, du weißt doch gar nicht, was hier los ist. Komm schon, lass den bitte wieder... Lass ihn so, okay? Der fährt weg. So ein bisschen... Der fährt weg. Der sitzt in seinem Rollstuhl. Der fährt durch die Gegend, Alter. Warte, ich will kurz das ausprobieren, okay? Nein, schieb dir nicht die Treppe runter, bitte nicht. Bitte, lass mich kurz das ausprobieren. Der muss aber auf einer Schiene stehen bleiben, sonst geht der weg, ne? Ja. Sonst kommt der. Echt? Ja. Soweit ich das weiß, schon. Ich will ihn auf eine andere Schiene setzen. Okay, mach das mal. Aber wieso schiebst du denn jetzt Rollstuhl, Markus, umher? Ich meine... Bist du sein amtlicher Pfleger? Ja, bin ich. Hast du Pflegeschein für? Ich hab eine Abschiebererlaubnis oder so. Ja, nein, Anschieber. Also, ja, siehst du das nicht hier? Vier Elfen vorne, Elfen, vier Stück. Schieben den. Schon auch so, nach dem Motto, bitte hilf mir. Dena, warum tust du das? Bitte, warum? Du machst lass doch mit. Ja, aber lass ihn jetzt, pass auf, wir rollen jetzt, nein, du rollst ihn jetzt nicht nach oben. Nein, Dena, das kann ich nicht gut heißen. Bitte! Nein, der muss einmal Markerlo sagen. Das wird so in die Hose gehen, Warum? Du bist gegen die Familienzusammenführung, das sag ich Marc. Und dann wird er richtig sauer und dann schmeißt er dich aus der Stadt, weil es seine Stadt. Nein, vielmehr möchte ich wirklich dafür sorgen, dass... Ach, komm schon. Yeah. Du kriegst ja nicht hoch, du musst da unten eine Schiene hinsetzen. Oh doch, siehst du? Oh, Scheiße! Vorsicht! Bring ihn zurück! Markus! Markus! Oh Gott! Wieso? Warum? Du bist geisteskrank, du bist vollständig. Ha! Was? Nicht. Oh. Alter, nicht. Was? Mm-mm. Oh. Ciao. Verdammt. War aber nichts. Aua. Ja, und jetzt? Was oh. macht die? Jetzt ist er hier Lauf! Auf der Hand. Nein! Hör auf! Warum? Warum geht das hier nicht hoch? Weil es hier vorbei ist. Oh, fuck. Also müssen wir den wieder runterschieben. Tschüss. Okay. Tschüss. Wow, das ist schnell. Du weißt nicht, wohin geht. Doch. Das ist böse enden. Lass den ruhig stehen. Der kennt sich doch. Nein, Dena. Pass auf, hör mir zu. Schau mich an. Okay. Dreh dich um. Ja? Dreh dich um. Und hör auf, weiter zu laufen. Ich sehe dich, ich hab F5 an. Sein Reich ist die Unterwelt, okay? Er wohnt hier unten, ihm geht's hier gut. Er hat halt Asthma. Guck mal, jetzt sitzt er so schräg. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Die feuchte Höhlenluft. Doch. Die feuchte Höhlenluft fühlt ihn da wirklich gut, ehrlich.
Glaub mir das. Willst du nicht nach oben, Marc? Fahr mal los. Oh. Ich guck. Revi, du hast alles kaputt gemacht. Das ist Markus, nicht Marc. Mein Gott, guck mal. Du kennst. Hör auf! Scheiße, hab ich keine Schienen mehr. Du in der Person hier. Mensch, das ist ja schlimm, ist das mit dir. Nein, das machst du nicht. Du befreist den. Lauf! So ein Lauf um dein Leben, Marc! Ich sag doch, er ist so sauer gewesen. Er wollte das nicht. Warum? Hier, komm her und tschüss, tschüss, tschüss. Siehst du? Alles gut. Ja. Nein, jetzt fährt er wieder rum. Ach man, das ist doch wie im Zirkus hier mit dir. Na, warum? Ja. Was immer das Spaß macht. Das macht so viel Spaß. Nicht, das ist einfach nur anstrengend. Nee, das macht nur Spaß. Ich mache alles wieder in Ordnung. Okay, roll den bitte. Ich roll den jetzt da unten und dann tun wir den wieder in die Ecke und dann war es das von dieser Folge Craft Attack Hoffnung. Bitte, bitte. So. Bitte. Wow, wie er. Er stirbt, er stirbt, er stirbt! Was? Er stirbt, er ist im Baum gelandet! Er stirbt! Revi! Noch nicht. Nein! Hä? Er lebt doch. Ja, bei mir ist ein Baum. Bei mir nicht. Oh, scheiße. Guck, jetzt ist er da unten so. Ja, jetzt steckt er im Boden fest bei mir. Das macht nichts. Der. Komm, wir schieben den jetzt hier vorne in die Ecke. Oh, er ist hochgeflogen, okay. Und jetzt brauchen wir Schienen. Stellen die da vorne wieder hin. Da, nein, wir können ihn auch schieben. Schieben den, schieben den, schieben den. Nein, hier nicht. Stell den hier immer vorne in die Ecke. Hier kann er dann immer beobachten, wenn jemand runterkommt, okay? Und können sich erschrecken. Richtig, genau. Ich würde sagen, wir rollen dich hier in, Markus. Ja, so. So, schau mal her. So, hier vorne in die Ecke. So. So. Dreh dich mal um. Ich? Nee, der Marc. So. So, Marc. Ja, der dreht sich gleich um. Siehst du so? Ja. Und jetzt bauen wir ihn hier ganz, also nicht ein, sondern halt vielmehr zu seiner Sicherheit müssen wir ihn jetzt, sag ich mal, an seinem Standpunkt befestigen. So, siehst du das? Und jetzt, ja. Siehst du den da? Haben wir doch jemanden den Tag versüßt. War schön, oder? Ein bisschen Freiheit. Ja, richtig. Das reicht dann aber auch. Würde ich sagen, war es das von dieser Folge Craft Attack? Ja, ne? Ja, das war es von dieser Folge Craft Attack. Ich möchte aber erst nochmal, bevor ich hier unten versauere, möchte ich bitte noch mein Minecraft zurückhaben. Hier, bitteschön, auf Wiedersehen. Tütelü. Nein, nein. Erster. Wow. Ich fahre hier runter irgendwo. Ach, tschüss, Revi, das war's für die heutige Folge Craft Attack. Wenn ihr mehr davon wollt, dreht den Daumen nach oben und schreibt es unten rein in die Kommentare. Schaut auch bei Revi vorbei, dann auch aufgenommen. Link okay. Ist in der Beschreibung. Ciao. Voll die verklatschte Folge, Alter. Voll die witzige Folge. Voll. Oh, Scheiße, ich komm zurück, Revi! Nein! Oh. Nein, 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 nein! Hast du dich ausgelockt? Ja. Ich bin zurückgekommen. Oh, fuck! Da ist ein Kollege von dem Typen. Da ist ein Kollege von dem Typen. Oh, fuck, 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 fuck! Ich hab nichts gemacht! Wow! Oh! Hier einfach mit dem Mob redet. Ich hab nichts gemacht! Der hat mich, ich dachte, das ist Marc, weißt du, und Marc ist ja freundlich zu mir, weil ich ihn ja gerettet habe. Aber dann kam noch so ein anderer Spaß. So, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.